Ja, hallo, wir sind hier in Bamberg heute mit Grandios bei Bernd Keller zu Besuch. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier im Atelier sein dürfen. Bernd Keller, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Grandios-Leser und Zuschauer. Das Thema ist Talent. Bevor wir zum Thema kommen, nicht jeder kann mit dem Namen Bernd Keller direkt was anfangen. Wer ist Bernd Keller? Wer ist True Standard? Was machen Sie? Wo kommen Sie her? Warum sind wir gerade bei Ihnen? Ich freue mich erstmal für die Anfrage. Natürlich kennt mich auch nicht jeder, aber auch die Frage, wer ist Bernd Keller, ich kann das natürlich kurz beantworten. 55 Jahre alt, bin Modedesigner, bin Familienvater und Christ. Ich glaube, die Kombi ist ganz, ganz spannend und die hat mich mein Leben lang seit der Berufswahl auch begleitet. Ich komme eigentlich von der Ausbildung her vom typischen Design, kreativer Beruf, den ich in Italien studiert habe und habe dann eben Schneiderlehre gemacht in Deutschland und war dann in verschiedenen Designpositionen und bin dann vom Design in Managementpositionen dann gewandert und mache heute Beratung für die Textilindustrie und berate da in puncto Innovation und Nachhaltigkeit und Design. Jetzt ist Bamberg ja gerade, wenn wir über Textilien reden, schon auch eine Adresse, so ein bisschen Tradition, gerade was das auch das Talent angeht. Warum Bamberg, warum sind Sie jetzt zurück nach Bamberg? Ich glaube, in Bamberg hätte ich das, was mich interessiert hat, nicht so erfahren können. Ich war unterwegs in der Welt, war in Stockholm, habe international auch gearbeitet, war eben in Stuttgart, in verschiedenen anderen deutschen Städten. Aber warum ich heute hier in Bamberg bin, ist privat bedingt, weil ich glücklich verheiratet bin mit meiner Frau Christina. Und die war die ganze Zeit, ist immer mitgereist. Und es war ein Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir gesagt haben, okay, irgendwo brauchen wir eine Basis. Und ich war dann 6 Jahre lang auch unterwegs und war dann nur am Wochenende zu Hause. Und die Überlegung kam so mit 50 zu sagen, okay, ich glaube, jetzt ist mal so eine Halbzeit, wie geht's weiter? Und da sind meine Werte nochmal gekippt. Das muss nicht heißen, dass der Beruf dann total vernachlässigt wird, aber mein Zuhause war dann da, wo meine Frau ist und sie sich wohlfühlt und das geht von Bamberg aus ganz fantastisch heute. Und lässt sich ja kombinieren. Bamberg ist ja auch irgendwo bekannt für seine Textilherstellung. Ja, es ist schon spannend. Also wenn ich tiefer reingehe, war wirklich, also gerade da, wo wir wohnen an der Spinnerei 7, das war so ein früher ein Mekka in der Industrialisierungszeit, Anfang 20. Jahrhunderts. Da war eine Riesenweberei, Spinnerei und da war eben diese Baumwollspinnerei ganz, ganz sehr stark ausgeprägt. Und im Umkreis in Oberfranken und im Frankenland generell waren ja extrem viele Webereien oder auch Textilunternehmen. Und die gibt es teilweise noch, die muss man ein bisschen mehr suchen mittlerweile, aber haben ihre Spannung und diesen Wert trotzdem behalten. Es sind manchmal kleine Familienunternehmen, die aber trotzdem ganz exklusiv und toll arbeiten, Strickereien oder auch Webereien. Und ich fühle mich richtig wohl und ich bin sowieso sehr viel unterwegs. Und insofern ist dieses Zurückkommen und dann diese Oase auch der Ruhe genießen zu dürfen, ist für mich ein toller Wert.